Wieso haben wir uns nur auf sowas eingelassen? Als Ablenkung von deinem leeren Nest. Und was ist mit Amos, Chris? Die Dating-Seite? Wie viele Dates hattest du denn schon? Keine. Die haben alle keine Haare. Ich fühle mich einfach so leer, als wäre mein Leben bedeutungslos. Du musst dich jetzt wirklich auf unsere Klienten konzentrieren, bis die Steuerhölle vorbei ist. Und Steve liebt mich nicht mehr. Wieso sollte er auch? Du bist eine verrückte Hausfrau in den Wechseljahren und auf Crack oder so. Der Büros Frühstückspension ist eigentlich eine Herberge für misshandelte Frauen. Greg, die Bank will bald zwangsverstrecken. Wie viel Geld ist es denn? 33.000. Also, eine Bäckerei. Mhm, und dann verkaufen wir Bibel-Cupcakes. Und von den Einnahmen zahlen wir Miss Devereaux Kredit ab. Wie lange steht dieser Laden eigentlich schon leer? Haben Sie Angst vor ein bisschen harter Arbeit, Miss Donna? Ich gehe mal nach draußen. Wir als Frauen sind ganz besonders dafür geeignet, um eine Veränderung herbeizuführen. Es ist Zeit, dass wir endlich einmal ausbrechen. Was schaust du dir an? Wie man eine Klimaanlage repariert. Wie schwer kann das sein? Ah! Oh mein Gott! Wir haben jetzt 15 Tage, um das Haus zu verlassen. Unsere Zeit ist knapp. Wir haben einfach keine Zeit und das Ziel ist nicht annähernd erreicht. Müssen wir wie viele Cupcakes mindestens verkaufen? Etwa 600. Dutzend. Was? Naja, und dann habe ich mich nach so langer Zeit einfach wichtig gefühlt. Ich bin so stolz auf dich. Gott ist der Einzige, der über alles die Kontrolle hat. Wir müssen daran glauben, dass es Teil des Plans ist. Das wäre doch das, was wir uns wünschen. Eine Bedeutung und Sinn. Würdest du mit mir ausgehen? Und jag den diesmal nicht weg, okay? Was wir hier tun, es war sehr lustig. Aber ich denke, es ist größer. Es ist größer als du, Maggie, und größer als wir alle. 3 Dutzend der John 3,16er. Und was ist denn in Jeremia 3,8 drin? Wie was drin ist? Es ist ein Cupcake, das ist drin.